Scrum-Training. Kannst du Agilität lernen? Was das erfolgreichste agile Framework, nämlich Scrum, für dich bereithält und was du daraus alles für dich mitnehmen kannst, das zeige ich dir in diesem Video. Willkommen bei Agile Heroes Education. Moin, ich bin Dennis Schmidt, Trainer bei den Agile Heroes und möchte dir in diesem Video einmal mitgeben, welche Formen von Training gibt es tatsächlich und für wen ist so ein Scrum-Training vielleicht das Richtige, vielleicht auch mal die andere Seite zu beleuchten, für wen ist so ein Training vielleicht auch gar nicht geeignet. Dann gebe ich dir noch ein bisschen mit, wie kann so ein Training tatsächlich aussehen, dass es dir vollumfänglich alles Wissenswerte zum Thema Scrum, das Framework eben mitgibt. Wenn es um die Frage geht, wie man so ein Training durchführen kann, dann gibt es heute natürlich zwei Möglichkeiten, nämlich einmal in Präsenz und einmal online. Beide Seiten haben natürlich so ihre Vor- und Nachteile. Wenn du zum Beispiel Scrum direkt erfahren möchtest, dann könnte ein Präsenztraining für dich das Richtige sein. Wenn du eher sagst, Zeit und ortlich, also mit Reisen ist ein bisschen schwierig vielleicht, dann kann zum Beispiel auch ein Online-Training sehr für dich geeignet sein. Generell zeichnet sich so ein Training darin aus, dass es sowohl Präsenz als auch online sehr interaktiv ist und die Rollen als auch das Framework selbst erlebbar macht. Und das ist tatsächlich auch heute online möglich. Also, für wen ist so ein Training das Richtige? Vielleicht hat dein Unternehmen ja beschlossen, Scrum oder generell agile Arbeit einzuführen. Und da ist jetzt für dich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter jetzt die Frage, was bedeutet das überhaupt? Und das möchte erstmal geklärt werden. Da kann so ein Training sehr hilfreich sein, eben dieses Framework schon mal zu erleben und hier im geschützten Raum eines Trainings sich auszuprobieren, gerne auch Fehler machen zu dürfen, weil durch diese Fehler wir sehr, sehr viel Lernpotenzial tatsächlich haben. Wenn du auch mehr Hintergrundwissen dazu benötigst, was jetzt agiles Arbeiten heißt, nämlich eben selbst organisiert zu arbeiten, dass auch keine Führungskraft mehr von oben kommt und die Arbeit auf die einzelnen Teammitglieder verteilt, auch dann kann das Training absolut richtig für dich sein. Und wenn du vielleicht auch einfach schauen möchtest, ob überhaupt Agilität, agiles Arbeiten und Scrum für dich das Richtige ist, dann sei auch herzlich gerne eingeladen, das in einem dieser Trainings herauszufinden. Für wen ist so ein Training vielleicht nicht geeignet? Im agilen Arbeiten und auch im Scrum geht es um die Selbstorganisation jedes einzelnen Teammitglieds, auch in Abstimmung natürlich mit dem Team selbst. Und wenn du es eher nicht gewohnt bist, tatsächlich deine Arbeit selbst zu organisieren, das heißt, deine Aufgaben dir selber zu ziehen und umzusetzen, das heißt, zum Wie, also wie setzt du dir die einzelnen Punkte um, das nicht gewohnt bist und auch vielleicht nicht der Typ dafür bist, dann könnte ein Scrum-Training tatsächlich nichts für dich sein. Auch wenn du es eher gewohnt bist, für dich alleine zu arbeiten, also eher Einzelkämpfer zum Beispiel bist und wenig links und rechts Abstimmungen in Teams zum Beispiel möchtest, dann könnte ein Scrum-Training tatsächlich auch nicht für dich geeignet sein. Scrum baut eben sehr stark darauf aus, sich links und rechts mit den gesamten Teammitgliedern zu synchronisieren, jederzeit offen zu legen, wer was gerade übernimmt und macht. Und das möchte nicht jede Person, denn nicht für jeden ist so eine offene Arbeitsweise geeignet. So in eigener Sache. Und wenn du dich jetzt fragst, wie so ein Training aussehen kann, dann hier ein kleiner Überblick, wie zum Beispiel ich als Trainer das mit dir gestalten würde. Ganz wichtig am Anfang ist mir das Kennenlernen, weil wir erstmal Vertrauen schaffen möchten, denn viele kennen sich natürlich gar nicht. Und so geht es tatsächlich einem Scrum-Team vielleicht auch zu Anfang. Da sitzen auf einmal Leute zusammen, die sich untereinander noch nicht kennen. Und diese transparente Zusammenarbeit braucht aber später Vertrauen. Und das ist ganz wichtig und das möchte ich mit dir auch im Training erstmal herstellen. Und dann gucken wir uns einmal aus der Vogelperspektive an, wo die Unterschiede eigentlich liegen. Eher das klassische Projektmanagement und eher heute das agile Projektmanagement. Wo liegen genau die Unterschiede? Was kennzeichnet jedes? Und wichtig ist mir, bitte klassisches Projektmanagement nicht verteufeln. Auch das hat heute noch seine volle Berechtigung. Nachdem wir uns die Grundlagen angeschaut haben, nähern wir uns den sogenannten agilen Prinzipien. Schauen uns hier einmal ab, was bedeutet Agilität überhaupt? Was bedeutet auch agiles Arbeiten miteinander? Eben die Selbstorganisation. Aber was heißt das für das gesamte Team? Welche Auswirkungen hat das für jedes einzelne Teammitglied? Hier gilt es auch, auf die einzelnen Rollen zum Beispiel zu schauen. Wir haben ja einerseits den Scrum Master
Product Owner und die Entwickler. Und hier die Rollen in einem Scrum-Training zum Beispiel auch erfahrbar zu machen. Das heißt, ich würde dich zum Beispiel einladen, übernimm mal gerne eine Rolle, Scrum Master, Product Owner, dass du dich einfach ein bisschen einleben kannst und für dich vielleicht auch schon feststellen kannst, liegt dir diese Rolle oder liegt sie vielleicht auch nicht. Auch das ist sehr, sehr wichtig für dich zu erfahren. In so einem Training nutze ich zum Beispiel auch verschiedene agile Spiele oder auch Serious Games, wie sie genannt werden. Auf spielerische Art machen diese Übungen die verschiedenen Rollen, aber auch das Arbeiten in Scrum erlebbar. Diese Übungen sollen dich mit deinen Mitlernenden ins Miteinander-Tun bringen und aus den verschiedenen Momenten, aus diesen verschiedenen Situationen, die ihr dann in dieser Simulation erlebt, zieht ihr nachher eure Lernerkenntnisse. Und diese Lernerkenntnisse sind nachher sehr, sehr wichtig. Die lassen sich nämlich auch stückweise auf deine Praxis nachher in deinen Alltag übertragen. An Tag 2 mache ich das zum Beispiel gerne, dass ich eine große Scrum-Simulation mache mit Lego. Lego, hast du das nicht schon mal gehört? Ja, richtig, es gibt auch Lego Serious Play, aber Achtung, das ist ein bisschen was anderes. Wenn du dir das mal einmal angucken möchtest, dann gibt es hier oben noch einen Link, da kannst du dir dieses Framework nochmal separat angucken. Hier in der Simulation mit Lego erbauen wir zum Beispiel eine Stadt. In dieser großen Simulation bringen wir jetzt das gesamte Wissen aus Tag 1 und ein Stück weit aus Tag 2 auch zusammen und machen das Ganze jetzt einmal erlebbar. In verschiedenen Iterationen, also Wiederholungen, Sprints, wirst du als Teilnehmende eine Stadt erstellen, zusammen mit deinen Mitlernenden. Und da gibt es verschiedene Anforderungen, da werden Grundschulen gebaut, ein Krankenhaus, ein Wohnviertel. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass das Team zum Beispiel sich untereinander sehr, sehr stark abstimmt, was meistens in den ersten ein, zwei Sprints nicht unbedingt der Fall ist. Hier lernt ihr aber ganz, ganz schnell, dass ihr euch untereinander abstimmt und damit eure Arbeit qualitativ verbessert und wieder auf ganz spielerische Art. Und in den ersten Schritten dann zu schauen, wie übertrage ich das Ganze in meine tägliche Praxis. Also nochmal kurz zusammengefasst die wichtigsten Punkte des Videos. Entscheide erstmal für dich selbst, welche Trainingsform du wählst, Präsenz oder eben halt online. Als zweites schau darauf, was ist denn der Grund, warum du das Training machst, machen willst, vielleicht auch machen musst. Einerseits, vielleicht wird bei euch gerade auf Scrum umgestellt und dir fehlt noch das Hintergrundwissen. Andererseits, vielleicht möchtest du ja auch erst herausfinden für dich oder für dein Unternehmen, ob agiles Arbeiten in Frage kommt. Und letzter Punkt, ist eine spielerische Wissensaneignung für dich geeignet? Also möchtest du gerne die verschiedenen Rollen und die verschiedenen Events zum Beispiel durchlaufen, erleben und in Kontakt mit anderen dir gemeinsam erarbeiten, auf das Schwarmwissen auch der anderen zurückgreifen? Dann ist so ein Training, ein Scrum-Training für dich genau richtig. Na, Appetit gekriegt auf mehr? Dann kann dir unsere Scrum-Playlist vielleicht weiterhelfen, wo wir viele tolle weitere Videos mit drin haben zu Theorie, aber auch Praxis, wie Scrum zum Beispiel in Unternehmen ein- und umgesetzt werden kann. Und wenn du jetzt sagst, ah, Scrum, ganz nett, aber das kenne ich schon, vielleicht helfen dir dann unsere anderen Videos auf unserem Kanal auch weiter, wie zum Beispiel zu OKR, Kanban, Design Thinking, Lego Serious Play, dann kann es sich für dich richtig lohnen. Klick einfach auf den Abonnieren-Button. Und sonst freue ich mich, dich in einem meiner Trainings vielleicht wiederzusehen und gemeinsam die agile Reise mit dir starten zu dürfen. Bis dahin, dein Dennis.